In dieser Klausuraufgabe geht es um Absorption und Dampfdruck. Luft, ein Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff, steht bei 25 Grad und einem Gesamtdruck von 1 bar mit Wasser im Gleichgewicht. Temperatur wird auf 10 Grad erniedrigt. Druck bleibt konstant. Wie ändern sich der Molenbruch des Sauerstoffs in der flüssigen Phase und der Molenbruch des Wassers in der Gasphase? Die Absorption von Sauerstoff in Wasser ist ein exothermer Vorgang. Das bedeutet, das Gleichgewicht verschiebt sich mit abnehmender Temperatur nach rechts. Die Löslichkeit von Sauerstoff nimmt mit abnehmender Temperatur zu. Die Verdampfung des Wassers hingegen ist ein endothermer Vorgang. Das heißt, das Gleichgewicht dieses Prozesses nimmt mit abnehmender Temperatur ab, wie die Dampfdruckkurve zum Beispiel nach Clausius-Clapeyron zeigt. Bedeutet, wenn wir die Temperatur absenken, nimmt der Sauerstoffgehalt im Wasser zu, aber der Wasserdampfgehalt in der gasförmigen Phase nimmt ab. Wir gehen vom gleichen Ausgangszustand aus und erniedrigen den Druck auf 0,5 bar. Welche Auswirkungen hat dies auf den Molenbruch des Sauerstoffs und auf den Partialdruck des Wassers? Nach dem Henrischen Gesetz sind Partialdruck und gelöste Menge eines Gases proportional. Das bedeutet, bei niedrigerem Druck nimmt auch die Sauerstoffmenge im Wasser ab. Der Dampfdruck hingegen ist unabhängig vom äußeren Druck. Er bleibt konstant.